Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Pokémon Mond. Wir haben uns hier jetzt so weit gekämpft, dass wir hier an dem Blumenmeer vorbei sind. Hier ist eine Grasnarbe, aber ich weiß nicht, müssen wir da hin? Das müssen wir mal gucken. Auf der Karte, Y, da. Was ist das? Da ist ein großes Gebäude, da müssen wir zwar nicht hin, aber... ja, werden wir gleich wissen, was da ist. Dieser Tempel ist total verfallen. Ich frage mich, was hier passiert ist. Ha, gucken wir mal. Sonnenkreissee. Okay, hier ist was zerfallen. Was sagt der Mann uns? Oha, du bist das der Trainer, der immer im Pokémon Center vorbeischaut. Obwohl der Tempel so heruntergekommen ist, verschlägt er einem immer noch die Sprache. Auf den ersten Blick sieht er völlig unscheinbar aus, aber genau deshalb drängt sich mir der Verdacht auf, dass er irgendein Geheimnis birgt. Okay, ich komme sogar schon rein. Mal gucken, hier ist sogar eine TM Psychoschock. Türen sind, wie es aussieht, abgeschlossen. Weiter kommen wir nicht. Kommen wir hier weiter? Na, kommen sogar weiter. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier sein sollen um die Zeit. Aber da es eigentlich nichts gibt, was uns aufhält, außer die Tatsache, dass hier die Türen links und rechts alle zu sind. Aber schön gemacht, die Türen sind auf sinnvolle Weise abgesperrt. Also entweder Bretter davor, Steine davor. Es ist jetzt nicht so, als ob da... Also man merkt zumindest, dass man... Ja, dass es nicht... Dass es verfallen ist. Dass einem nicht hier alles in den Schoß geworfen wird. So. Aber hier oben... nichts. Scheinbar müssen wir hier zu irgendeinem anderen Ereignis wiederkommen. Na dann, mal schnell die Fliege wieder machen. Damit wir unsere Zeit auch gut nutzen. Oh, wir können sogar hier innen drin mit Tauros rumreiten. Und jetzt haben wir es eilig. Es fehlt eigentlich noch ein Pokémon. Also es fehlt auf jeden Fall ein Pokémon, das Stärke simuliert, weil wir haben bisher nur Zertrümmerer. Trümmerer und Surfer. Ja, mehr haben wir eigentlich nicht. Wir haben, ja, wir haben noch den Schnüffler, aber das ist... Oh. Eine Zelle, die darf man nicht vergessen. So. Gut, dann können wir jetzt den Weg weitergehen in Richtung Team Skull. Das hier ja, wie man sieht, irgendwo vertreten ist. Er streckt sich vor Po. Ein Alola-Mauzi. Ich bin ja gelegentlich total schwach und habe bei Kämpfen keine Chance. Aber als Mitglied von Team Skull macht mich deshalb zum Glück keiner dumm von der Seite an. Also muss ich auch gar nicht stark sein. Das ist eine Po-Polizeiwache. Immer nett die Nachbarn grüßen. Der steht vor einer Polizeiwache. Ich dachte, Team Skull ist so eine... Okay, aber hier ist was. Eine geheimnisvolle Lebensform absorbiert. Sina ruft an. Du hast schon wieder einen Zergade-Kern eingesammelt. Er wird den Kern in gespeichert. Wir beliebig oft einem Zergade beibringen. Ganz wie ist dir beliebt. Oh, boah. Okay, und was für eine Attacke war das? Konnten wir das nicht herausfinden irgendwie? Ich bin eigentlich fast sicher, dass wir einfach in den Würfel gucken konnten. Hier, da. Untersuchen. Insgesamt 30 einsetzen. Ah, okay. Gut. Nee, können wir also nicht sehen. Ich dachte, letztes Mal haben wir es zumindest gesehen. Und wie es aussieht, wird die Polizeiwache von den Alola-Mauzis überrannt. So, immer schön mal rumschnüffeln.
Aber das ist immer seltener geworden. Mir fehlen auch diese Pokémon. Ich meine, auf der ersten Insel waren die Pokémon immer im hohen Gras. Und jetzt gibt es die gar nicht mehr. Das ist sehr seltsam, finde ich. So, mach mal Borschnabel. Der Zertrümmerer macht vielleicht eine sehr effektive Attacke aus. Aber wie ihr seht, ist Borschnabel wesentlich stärker vom Grund aus. Und wir haben eh noch einen Step-Move damit. Gut, dann. Ich brauche den EP-Teiler, habe ich so das echte Gefühl, weil wenn man nicht grindet, um das Level zu erhöhen, dann ist es schon ziemlich ratsam. Der Vogel ist gar nicht so schwach. Auch wenn ich das Design von dem Vogel überhaupt nicht mag, das habe ich jetzt auch schon öfters gesagt. Dass mir das Design von diesem Vogel, mir gefällt auch das Design von Coriogel. Naja, das Design ist nicht schlecht. Nicht unbedingt. Also, ich meine, diese Tanzeinlagen, aber der größte Punkt, den ich bei Coriogel habe, ist, dass Coriogel einfach einen Typ annehmen soll, aber damit nichts macht. Ich meine, der Elektro-Typ erlernt keine Elektro-Attacke. Die haben das. Das ist wirklich nur pur defensiv. So. Da ist jetzt ein Team Skull-Mitglied. Ich gehe davon aus, du hast einen Zubat. Weil nervige Leute haben immer nervige Sachen. So. Wir haben noch keine Heilung bekommen. Das ist natürlich auch nicht gut. Jo, finde ich voll daneben, wenn jemand immer voll krass ernst und verbissen sieht. Meine Aufgaben bei Team Sky gehe ich aber voll ernst an. Irgendwie strange. Ja, okay. Aber das ist wohl die Team Skull-Route. Und ein Golbat, also kein Zubat, sondern Golbat hat er. Nee, ein Molunk. Ach, auch nicht schlecht. Gift, Feuer. Und das mit meinem Gesteins-Pokémon ist, ja. Nimmstein macht die Sache dicht. Selbst dieser Diene kriegt hier ein Level ab. Selbst Ernst garantiert für eine positive Resultate. Ich müsste den Akzente geben. Sehr seltsam, dass es immer nur einen Tropfen gibt. Aber von mir aus soll es so sein. Ich beklag mich nicht, wenn es leicht geht. So, mal gucken. Hier scheint es ja außen rum zu gehen. Da sehe ich schon eine Zelle. Limonade. Zum Schnüffeln gibt es nichts. Das finde ich seltsam. Statt dass sie auf jeder Route oder sehr oft diese Sachen verstecken, ist es. Oh, ein Georock. Oh, das sieht ja seltsam aus. Oh, ich hoffe mal, ich kann das fangen. Also, ich versuche es mal mit einem Knirscher. Vielleicht betäube ich es ja. Ach nee, Knirscher betäubt nicht. Ja. Ich habe mir schon gedacht, die Kleinsteins konnten ja auf dieser Insel auch schon Finale. Das ist. Ja. Es hat sogar ein Volltreffer gelandet. Da muss man sich mal geben. Es ist so wenig, wie das abgezogen hat mit Finale. Eine der stärksten Attacken insgesamt. Man opfert ja schließlich sich selbst und hat dann 140 Angriffskraft, die da reingesetzt wird. Also eine Normalattacke, das muss man eben bedenken. Aber 140. Was war das? Habt ihr das gehört? Da, genau. Ja, und noch gegen niemand verloren heute. Was ein Tag. Einer der besten, ich sag's dir. So.
Rüpel fordert mich heraus, wie immer. Und der hat jetzt das Golbat. Ja, die haben alle ziemlich gesteinsempfindliche Pokémon, wie man so sieht. Wobei, ich bin auch vom Level her ein bisschen vor denen. Das ist also nicht unbedingt ungewöhnlich, dass ich sie einfach vernichte. Die meisten Gegner sind ja, wie ihr gesehen habt, One-Hit-Wonder. Mist, verloren! Ich hätte es nicht verschreien sollen. Was ein rattenschwarzer Tag. Schlimmer geht's nicht. Ja gut, er hat noch nicht verloren, weil er noch nicht gekämpft hat, klingt das eher. So. Dann hier das holen. Ein Hyperheiler. Tipps für Trainer. Komm. Tipps für Trainer. Gönnest du dein Pokémon auf der Spa-Insel im Pokémon Resort ein Bad, werden sie zutraulicher. Aber wenn du sie zu lange dort lässt, steckt ihnen die Hitze zu Kopf. Berühre das Schild, um sie aus dem Wasser zu holen. Okay, das habe ich noch nicht. Ja, hier wollte ich hin, weil hier gibt es die Zelle. Und jetzt will ich, jetzt muss ich hier hin, weil ich da hinten schon war. Ah ja, Niemstein, mach ruhig weiter. Was willst du von mir? Du bist hier im Paradies von Team Skull, also sieh dich vor. Ich stelle mir gerade vor, wenn die auf diesem Stück hier immer ist, wo man nur runterspringen kann, ob die dann, wenn die mal um Hilfe ruft und die Leute stehen unten. Garstella. Was denn das für ein Ding? Ich glaube, das war Eis oder so. Eiskäfer. Irgendwie sowas in der Richtung. Ich kenne es aber nicht. Es ist auf jeden Fall... Oh, Gift. Ja, okay, dann ist es Gift. Und da die Attacke nicht effektiv war und das Gift war... Ist fraglich, was der Zweigtyp ist, wenn es einen hat. Sieht halt irgendwie so giftwassermäßig aus, würde ich mal fast sagen. Imantis. Ja, das ist, glaube ich, jetzt wirklich. Oh, gut. Das ist Mist jetzt wirklich das. Aber Imantis war auf jeden Fall ein Wasser-Pokémon, dieses Alien-Pokémon, oder? Käferwasser. Nee. Oh, überhaupt nicht. Kreuzschere. Das alles war ein Pflanzen-Pokémon. War das die Vorstufe? Nee. Das ist, glaube ich, aus einer älteren Edition. Das ist nicht aus der siebten Generation. Das meine ich. Ah, verloren. Ich schätze, meine Zeit im Paradies ist hiermit vorbei. Ich muss alle Team Skulls besiegen. Hätte ich doch nur meine Inselwanderschaft gemacht, wäre sicher ein gutes Training gewesen. So, oh, da haben wir eine TM verpasst. Tja. Das können wir ja so nicht auf uns sitzen lassen. Eine TM zu verpassen. So. Zack. Links halten. Und jetzt wieder links. Genau. Gift-Team. Interessant. Gibt bestimmt Pokémon, die das lernen können, bei denen es sinnvoll wäre. Gerade gegen Fee-Pokémon würde ich das schon gern nehmen. Das ist Level 34. Das ist das, was mich so ein bisschen wundert. Waren nicht sonst immer auf den Routen die Routen-Pokémon? Sagen wir mal, wenn das Routen-Pokémon 20 war, dann hatten die meisten Gegner Pokémon im Bereich 20, 24, 23, irgendwie so. Also mindestens 2 bis 3 Level höher. Aber hier haben die ja knapp dasselbe Level, was sie hier überhaupt haben. Finde ich seltsam. Ah, da ist noch eine Zelle. Ich
gehöre zu dem Skull, ich bin vulgär und grob und ein Fan von Venuflibis. Das könnte jetzt interessant werden. Gestein gegen Flug, Pflanze. Ob sie zwei hat? Oh ne, sie hat einen Radfratz. Okay. Das ist immer so seltsam. Wenn sie zu dem Zeitpunkt nicht die Evolution haben, das entwickelt sich doch auf Level 20, wenn ich es richtig habe. Und wir brauchen kein Konto machen, wir werden wahrscheinlich mit Steinhagel das Ganze erledigen. Und mit Steinhagel haben wir eine Chance auf einen Flinch. Also die Tatsache, dass es zurückschreckt. Okay. Du bist Unlicht pur, dann können wir auch dich reinsetzen. Finde ich schon sehr seltsam. Ich bin ein Fan von Venuflibis, aber hab kein einziges. Sondern hab Radikals, also. Das ist auch gut. Ich habe einen, Typ, der aggressiv immer effektiv ist. Gibt es eigentlich eine Kombination, wo mehr wie ein Typ eine Vierfachschwäche ausnutzt? Batterie versucht Ladungsstoß zu lernen. Ja. Funkensprung. Ich meine, Ladevorgang ist okay. Moment, Funkensprung ist 65. Und Ladungsstoß, Anwender greift das mit der Elektrizität an, paralysiert eventuell 80. Das ist physisch. Was hat das? Das hat einen höheren Angriffswert als ein. Aber 65, na gut. Der Angriffswert ist zwar höher, aber diese 15 Punkte der Attacke ist schon. Also 15 Punkte stärker. Wie die Attacke ist, das ist schon. Ja, das ist auch gut. Ich habe Münzamulett und krieg deswegen mehr Geld. Das bedeutet der andere, hey, ich habe Münzamulett, du musst mir jetzt mehr Geld bezahlen. So. Na, willst du etwa bei Team Skull mitmachen? Warte mal. Das ist doch ein Z-Ring. Ey, was geht ab? Du bist auf Inselwanderschaft oder was? Oh. Oder warte, jetzt habe ich's geschnallt. Du willst uns nur wissen, weil wir die Inselwanderschaft hingeschmissen haben. Du glaubst doch nicht etwa, du kannst hier einfach so aufkreuzen und uns runter machen. Aber. Ich wollte dich nicht runter machen. Ich wollte dich den Ring geben. Hier. Wäre gut, wenn sie jetzt noch ein bisschen weiter wären, er den Hand runterhält, sodass sie sich beide in der. Dass sich die Hand erheben können. Tja, Niemstein. Was machen wir da? Gut. Steinhagel. Das geht auf beide Gegner. Und ich weiß zwar, dass. Geht Käfergebrumm auf beide Gegner? Nee. Machen wir Zauberschein. Ich gehe davon aus, dass Steinhagel schon fast genug sein könnte, aber mit. Mit Zauberschein haben wir es sicher. Jupp. Ich hatte eigentlich bei Traumato mehr Sorgen, aber das hat durch Zauberschein schon mehr Schaden genommen, als ich gedacht habe. Haha, du bist so viel krasser drauf als ich, da kann ich nur noch lachen. Boah. Dieses Inselwanderding scheint dir echt gut zu tun. Ja, du verdienst auch krass viel Geld. Starke Trainer kann ich nicht haben. Nur weil du uns besiegt hast, lassen wir dich noch lange nicht hier durch. Aber ich wurde eingeladen. Hey Mädchen! Das siehst du aus, als wolltest du hier rein. Bist du hier ganz sicher? Bereit dich lieber gut vor, denn hinter dieser Tür wartet Team Skull auf dich. Wer durch diese Pforte schreitet, tritt ihnen bei und fordert sie heraus. Hast du dir das gut überlegt?
Ja, das habe ich. Du musst schon wissen, was du tust. Jeder von uns hat seine Gründe. Hier öffne dir die Tür. Und keine Sorge, solltest du es nicht schaffen, werde ich deiner Familie Blumen schicken. Okay. Mitten im Regen stehen die da. Jo, check mal diese Pfeife ab, Bro. What's up? Die stört voll unseren Flow. Lass die Görm reden stehen, wir haben schließlich unsere Ballade. Ich meine natürlich Barrikade. Willst du die jetzt etwa aus dem Weg räumen? Um den Balg eins rüber zu ziehen? Du hast recht, Alter. Mach die Biege, du Fliege. Solange du keinen Schleichweg findest, kannst du draußen gerne versauern. Tja, hier wimmelt das nur so von Mitgliedern von Team Skala und ich habe schon den Schleichweg gefunden. Nämlich hier das Loch in der Hecke. Oh mein Gott, ich wurde von einer Hecke angesprungen. Aber ich sammle noch ein paar Sachen ein. Und wir werden uns beim nächsten Mal der Basis von Team Skull stellen, in der Hoffnung, dort vielleicht ein, ja, das zu viel, ja, wir wollen ja das Magunio zurückholen, jetzt erinnere ich mich. Also dann, ich wünsche euch noch viel Spaß beim bis und ich wünsche euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!